Hallo, hier ist wieder eure Gartenfee Maya. In einem meiner letzten Videos oder in mehreren meiner letzten Videos habe ich euch vorgestellt, welches neue Projekt ich habe, und zwar diese Regentonne hier zu einem Indoor-Teich mit Sichtfenstern umzubauen. Das wird wie bei meinem Bachlauf eine mehrteilige Videoserie. Also wenn euch der Bachlauf interessiert, könnt ihr euch das auch gerne immer mal wieder anschauen. Und heute geht es sozusagen ans Eingemachte, und zwar darum, diese Tonne hier mit Wasser zu befüllen und dann womöglich auch zu dekorieren und zu hoffen und zu schauen, dass diese Tonne dicht ist, also dass die Sichtfenster korrekt mit dem richtigen Kleber angebracht worden sind. Hier im Hintergrund kann man übrigens auch eines meiner Bilder sehen, die ich mal gemalt habe. Unter anderem, da habe ich auch schon ein Video dazu gedreht, zu Wandgemälden in meinem Zuhause, welches ihr euch auch gerne mal anschauen könnt. Und hier handelt es sich eben um eine Rakete, auch mit mehreren Sichtfenstern. Und ansonsten ist da, falls ihr euch wundert, was aber nicht weiter relevant ist, dort ist ein Schal zu sehen. Und hinter diesem Schal befinden sich Lautsprecher meiner Türklingel. Und da ich ab und zu gerne lange schlafe und es etwas ungünstig finde, wenn um 10 Uhr morgens dann der Postbote an der Tür klingelt, habe ich mich dazu entschieden, dass ich doch die Klinge etwas abdämpfen möchte. Und deswegen sieht das Ganze hier so aus. Und mein Plan ist jetzt jedenfalls, dass ich, wie gesagt, diese Tonne mal befüllen werde. Und da ich Sorge scheinbar hervorgerufen habe, einiger besorgter Zuschauer, dass diese Regentonne möglicherweise nicht dicht sein könnte und wir die Problematik eines Wasserschadens erleben könnten, habe ich hier diese Kiste mir besorgt, in welche ich die Regentonne stellen werde. Man kann natürlich hier sehen, dass die Kiste nun ja nicht breit genug ist, um die komplette Regentonne auszufüllen. Aber da die Regentonne nach unten hin schmaler wird, werdet ihr sehen, dass das auf jeden Fall ganz gut passen wird. Also ich werde auf jeden Fall gleich erstmal die Regentonne, dieses Behältnis unter die Regentonne stellen. Und dann werde ich die Regentonne an ihren vorgesehenen Platz bringen. Und dann werden wir das Ganze mal befüllen und schauen, wie sich das so entwickelt. Also schiebe ich die Regentonne jetzt erstmal hier so rein. So. Und dann werde ich gleich die Regentonne hier hineinstellen. Da muss man natürlich schauen, weil die ja auch nicht so leicht ist, die Tonne. Aber wie man sehen kann, passt die auf jeden Fall sehr gut hier hinein und dient zumindest als ersten Schutz, falls die Regentonne undicht sein sollte. Man wird ja im Nachhinein dann sehen, wie das Ganze sich entwickelt. Und genau hier kann man nicht nur den Bachlauf sehen, sondern auch den Platz hier, an welchem die Regentonne hingestellt werden wird gleich. Also sie wird hier neben dem Bachlauf platziert. Und darum werde ich mich jetzt gleich erstmal kümmern. Also wie eben erwähnt, habe ich die Regentonne jetzt an ihren vorgesehenen Platz platziert, und zwar hier. Und sie steht eben auch in dieser Wanne da unten, damit ich gleich überprüfen kann, ob die Sichtfenster eben auch dicht halten oder ob da Wasser hindurchfließt, um eben meine besorgte Zuschauerschaft etwas zu beruhigen und sie vor einem Wasserschaden zu schützen. Ich möchte mich auch gerne mal bei Nadine bedanken, die mehr oder weniger auch diese Idee gegeben hat, da sie einen Goldfisch-Regentonnenteich bei sich auch indoor stehen hat, bei welchem ich auch mal ein Video gesehen habe, welches mir sehr gefallen hat. Und so etwas Ähnliches wollte ich eben hier auch umsetzen mit Sichtfenstern. Und genau, das wollte ich auf jeden Fall nochmal gesagt haben. Ich möchte mich generell bei meiner gesamten Zuschauerschaft bedanken, die immer so zahlreich und häufig kommentiert. Wie zum Beispiel bei Bria, Albedo und Co. Und genau, ich werde jetzt mal, um mal wieder zum Thema zu kommen, diesen Regentonnen-Indoor-Teich mit Hilfe des Gartenschlauchs hier mit Wasser befüllen, wie man es hier sehen kann. Und dann wird man, ich
Trainer erst und dann mache ich das. Und dann wird man gleich mal sehen, sobald der Wasserstand diese Höhe oder diese hier erreicht hat, ob dieses Fenster dicht hält. Und dann wird man es beim nächsten Fenster sehen und zuletzt natürlich auch beim oberen Fenster. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, aber ich hoffe natürlich, dass das Ganze dann jetzt so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Und falls nicht, haben wir als erste Rettung zumindest erstmal diese Wanne hier. Also werde ich mich gleich wieder melden, wenn dieses Becken mit Wasser vollgelaufen ist. Also der Wasserspiegel hat sich jetzt schon etwas erhöht. Ich habe inzwischen, beziehungsweise bin ich dazu übergegangen, den Schlauch in die Regentonne zu legen. Und sah ich, dass der Schlauch jetzt unter Wasser ist, versteht man mich auch besser. Und dann kann ich euch, während hier das Wasser in die Regentonne läuft, natürlich auch etwas weiter erzählen. Hier sieht man mich auch durch die Scheibe, also durch die oberste. Dann kann ich euch jetzt noch etwas weiter erzählen, was mein weiterer Plan so ist. Also ich möchte natürlich auch noch Aquarienkies in dieses Becken geben. Nicht zuletzt auch, weil es natürlich einen guten Bodengrund bietet und weil es schön aussieht und auch um Pflanzen natürlich einen gewissen Halt zu bieten. Das ist so der erste Plan. Und dann werde ich auf jeden Fall auch noch ein, zwei Muschelblumen auf dieses Behältnis hier geben, welche ich dann auch noch holen werde. Da habe ich auch schon in diversen anderen Videos etwas erzählt über Wasserpflanzen für das Aquarium bzw. die Wasseroberfläche eines Aquariums, und Muschelblumen gehören da auf jeden Fall auch zu meinen Favoriten. Und ansonsten möchte ich nach und nach dann natürlich auch diverse Fische hier einsetzen in diese Tonne, die man dann hoffentlich eben auch durch die Fenster beobachten kann. Und jetzt kann man hier sehen, wie langsam der Wasserspiegel ansteigt, und ich werde hier mit meinem Finger nachfühlen, ob das Ganze dann trocken bleibt. Aber bisher scheint es gut zu halten. Das ist natürlich jetzt besonders spannend zu sehen, wie der Wasserspiegel hier langsam nach oben steigt. Und genau, also einige Fische möchte ich hier einsetzen, diverse verschiedene Wasserpflanzen mit der Zeit. Dann eben auch den Aquarienkies. Vielleicht werde ich mich auch um Beleuchtung kümmern, dass vielleicht gerade in Bereichen des Fensters das Wasser dann beleuchtet wird, beziehungsweise dieses Becken, sonst sieht man ja potenziell vielleicht irgendwann auch nicht mehr so viel. Aber das ist so der erste Plan. Bisher scheint aber auf jeden Fall alles gut dicht zu halten. Also ich spüre jetzt noch nichts, was hier irgendwie raustropfen könnte oder ähnliches. Und man sieht jetzt schon, wie das Fenster bis zur Hälfte hier mit Wasser vollgelaufen ist. Wir sind jetzt inzwischen am obersten Fenster hier angekommen. Man kann hier sehen, wie der Wasserspiegel sich langsam immer weiter erhöht. Die anderen Fenster haben auf jeden Fall dicht gehalten. Und bei diesem hier sieht es bisher auch ganz gut aus eigentlich. Was heißt das? Also man hat leider gesehen, dass das Ganze wohl doch noch nicht ganz dicht war, beziehungsweise glaube ich nicht unbedingt, dass es die Dichtigkeit der Fenster war, aber mir ist auch aufgefallen, dass innerhalb der Regentonne solche Stäbe sind, welche die Tonne stabilisieren sollten. Und der eine Stab ist auch aus der Halterung, hat sich aus der Halterung gelöst, und die Tonne hat sich demnach nach außen gewölbt. Und wie es auch eine meiner Zuschauerinnen schon meinte, könnte es eine Problematik sein, dass die Stabilität der Tonne nicht mehr gewährleistet ist, wenn man solche Fenster in diese einfügt. Die unteren beiden mögen vielleicht sogar noch in Ordnung sein, da dieses Problem des Wassers sich auch erst ergeben hat, als die Tonne schon fast bis oben gefüllt war mit Wasser. Der Unterschied zu dem Kunststoff der Tonne ist ja auch im Vergleich zu den Glasscheiben die Flexibilität. Also diese Glasscheiben sind nicht flexibel, während das Kunststoff der Tonne es auf jeden Fall ist. Dementsprechend würde ich vielleicht zukünftig auch eher weniger auf Hartglasscheiben zurückgreifen, als eher auf durchsichtiges Plastik, welches eben auch sich der Form der Tonne anpassen kann, denn dann gibt es auch nicht dieses Problem, dass man diesen Spalt hat zwischen Glas bzw. zwischen Sichtfenster
und Tonne. Deswegen werde ich schauen, ob ich diese Tonne weiter verwenden werde. Entweder indem man dann die Fenster austauscht gegen etwas weicheres, also weicheres Glas oder eben durchsichtiges Plastik. Oder ob ich vielleicht die Ränder des Glases, der Scheiben, wie es auch von jemandem in den Kommentaren schon vorgeschlagen worden ist, mit Silikon verdichte. Das könnte natürlich auch funktionieren. Das muss man aber je nachdem dann abschätzen und überprüfen. Der Wasserschaden hat sich zum Glück noch in Grenzen gehalten. Es wurde hier mit einer Gießkanne das Wasser aus der Tonne entfernt und nach, wie ich jetzt hier auch demonstrieren kann, in die Aquarien gegeben. Das ist immerhin auch der Vorteil, dass man hier noch diese Aquarien hat, welche jetzt aufgefüllt worden sind mit Wasser, was sowieso wohl mal getan werden sollte, dass diese aufgefüllt werden. Es war wohl reichlich ungünstig, dass sich hier auch die ganze Elektronik beim Aquarium und bei dieser Regentonne befindet. Generell sollte man wohl eh darauf achten, dass man Steckdosen verwendet, die bei Kontakt mit Wasser nicht zu einem Kurzschluss oder so führen, nicht, dass man letztendlich dann auch einen Stromschlag hat. Aber was wäre ich für einen YouTube-Kanal oder was hätte ich für einen Kanal, wenn man nicht auch mal die Missschläge oder die Fehlschläge zeigen würde, wie es ja auch von einigen schon euch schon vermutet worden ist und dieser Fall ist jetzt wohl möglicherweise eingetreten, dass gestehe ich mir auch ein, dass das wohl nicht sonderlich funktioniert hat mit meinem bisherigen Know-how. Aber wie es immer ist im Leben, hat man natürlich auch mit Fehlschlägen zu tun. Und das wird ein Fehlschlag sein, der mit weiteren Kenntnissen und Wissensständen meinerseits mit der Zeit behoben wird. Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, dieses Becken unter die Tonne zu stellen, wobei ich nochmal anmerken möchte, dass diese Tonne noch nicht leer ist. Also der Wasserstand befindet sich in etwa, ich glaube, hier oder so, würde ich sagen. Und man kann sehen, dass jetzt die Scheibe quasi dicht wäre. Also jetzt würde aus der Scheibe nichts mehr herausfließen, was wohl auch mit dem Wasserdruck zu tun hat, der gegen die Scheibe drückt. Aber wie gesagt, aufgrund des erhöhten Wasserdrucks hier oben und der Form der Tonne, die durch diese Sichtfenster beschädigt worden ist, da insbesondere hier oben natürlich auch als ein sehr tragendes Kunststoffstück war, welches jetzt nicht mehr vorhanden ist, schätze ich, dass das mit auch ein Auslöser dafür war, dass das nun hier dazu gekommen ist. Wobei ich natürlich auch nicht zuletzt vielleicht auch dem Mitarbeiter im Baumarkt die Schuld geben würde, dass er meinte, dass es sich hierbei um einen guten Kleber handeln würde. Ich habe ihn auf mein Projekt hingewiesen, aber ich möchte ja niemandem die Schuld zuweisen, der möglicherweise gar keine Schuld hatte an diesem Problem. Ich würde mich in diesem Fall insbesondere sehr freuen, wenn ihr vielleicht, wie es auch schon getan worden ist, mir vielleicht Tipps geben könntet, wie man das ganze Projekt vielleicht noch retten könnte oder ob ich vielleicht auch mit meiner Vermutung recht liege, dass dieses Hartglas nicht zusammenpasst zu der Dehnbarkeit bzw. der Formbarkeit des Kunststoffes, welcher sich auch durch den Wasserdruck anpasst. Ihr könnt mir trotzdem gerne einen Daumen nach oben geben, wobei keinem von uns dieses Video gefallen sollte, weil es natürlich immer schade ist, wenn eines der Projekte nicht so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat. Vielleicht sollte ich auch auf eine kleinere Regentonne ausweichen oder man muss hier irgendwie ein anderes System sich überlegen. Bis zu diesem Punkt oder bis zu diesem etwa war die Regentonne auch dicht, wobei man das natürlich nicht riskieren möchte, wenn man es nicht muss. Wir werden uns aber bei einem anderen, hoffentlich erfolgreicheren Video auf diesem Kanal dann wiedersehen. Ich werde jetzt schauen, was zu retten ist und da werdet ihr natürlich auch nach und nach auf dem Laufenden gehalten werden. Wir sehen uns dann bald wieder und jetzt muss erstmal der Boden abgetrocknet werden. Eure Gartenfee Maya, bis bald.